Nicht wiederzuerkennen war die Turnhalle der Peter-Pan-Schule in Dülmen zum Schulfest anlässlich des 25-jährigen Jubiläums. Die Akteure des Zirkus Pompitz hatten sie in eine Zirkusmanege verwandelt. Wir sind in den letzten Jahren relativ stabil bei etwa 160 Schülern und Schülerinnen. Heute haben wir ein ganz buntes Programm. Wir haben 3 Zirkusvorstellungen. Um 10 Uhr jetzt gleich die erste, um 14 Uhr die zweite, um 18 Uhr die dritte. Und das Ganze ist natürlich begleitet mit einem vielfältigen Programm für die Schüler und Schülerinnen und auch die Eltern. Es gibt also Catering, es gibt viele Spielestationen. Die Zirkusleute haben die Schüler in 3 Gruppen eingeteilt, altersgemischt. Und in jeder Gruppe werden etwa 55 Kinder auftreten. Eine ganze Woche lang probten die jungen Artisten für ihren Auftritt. Ob Akrobat, Gewichtsheber oder Clown. Fast alle Zirkuskunststücke wurden von den Schülern der Peter-Pan-Schule gezeigt. Bei der Premiere stellten sie ihr Können unter Beweis. Ich mache eine Pyramide und mache Purzelbäume und freier Lauf und so. Also 4 sind unten, 3 sind dann auf die, so wie eine Bank. Dann kommt 2 und einer ist dann ganz oben. Ich will den Zuschauern zeigen, was mit dem 1000 Kilo Gewicht. Und das Schwierige daran ist, dass man da auch so tun muss, als ob man das so schwer wäre. In den zurückliegenden 25 Jahren war das Schulleben geprägt von verschiedenen Anlässen und Ereignissen. Schulleiterin Carola Reinhold erinnert sich. Ja, so ganz herausragende Ereignisse waren diverse Schulfeste, war die Eröffnung der Schülerbücherei, die Einweihung eines PC-Raumes, die Mini-Phänomenta, das ist ein naturwissenschaftliches Projekt, das eben Versuchsstationen in die Schulen bringt. Herausragend waren auch die Comenius-Projekte. Wir haben also an 3 Comenius-Projekten teilgenommen. Außerhalb der Zirkusvorstellungen gab es in der Schule ein buntes Programm mit verschiedenen Ständen. In einer kleinen Feierstunde hatte Landrat Dr. Schulze-Pellengar die gute pädagogische Arbeit der Schule gelobt.